Ja, aber eine schöne Entwicklung, die Basis zu fragen, die Menschen zu fragen, was sie wollen. Ja? Überall immer häufiger, allerdings in einer Frage nicht. Die EU und die USA verhandeln ja seit geraumer Zeit über ein neues Freihandelsabkommen. Und diese Verhandlungen allerdings sind alles andere als bürgerbeteiligt und transparent. Die finden hinter sehr verschlossenen Türen statt. Dafür an den Verhandlungstischen der Verhandler zum Freihandelsabkommen wieder übermäßig zahlreich Vertreter von Industrie und Wirtschaft und Konzernen. Und warum? Aus gutem Grund kann man annehmen. Aus gutem Grund, weil nämlich dieses Freihandelsabkommen, wenn es dann so käme, bedeuten könnte, dass die Rechte von Konzernen plötzlich wichtiger sind als die Rechte von souveränen nationalen Staaten. Es könnte sein, nach diesem Freihandelsabkommen, dass dann plötzlich souveräne Staaten wie Deutschland ihre Gesetze diesem im mehr oder weniger heimlichen ausgehandelten Freihandelsabkommen anpassen müssen. Klingt ein bisschen komisch, ist es aber nicht. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Zum Beispiel, die amerikanische Fleischindustrie produziert auch viel Hühnerfleisch und dieses Hühnerfleisch wird dann oft in ein Chlorbad gelegt, um die Keime abzutöten. Dieses Chlorfleisch dürfte allerdings in Deutschland zum Beispiel nicht verkauft werden, ich nehme mal an, wegen gesundheitlicher Bedenken. Wenn dieses Freihandelsabkommen dann so käme, wie es jetzt manche befürchten und sagen, dann allerdings könnte die amerikanische Fleischindustrie einen Staat wie Deutschland verklagen auf Schadensersatz wegen entgangener Profite. Und dann müssten die Gesetze ändern und dafür sorgen, dass dieses Fleisch hier auch angeboten werden kann. Also freier Handel ja, aber dann eben zu Lasten auch der Menschen und immer zugunsten der Industrie. Und es geht hier längst nicht nur um Hühnerfleisch. Es geht im Grunde genommen um was ganz anderes. Viele sagen, es geht um eine völlig neue Weltwirtschaftsordnung. Und das wird jetzt gerade mal so nebenbei, während wir uns mit irgendwelchem Mautquatsch beschäftigen, wird das so mal so ganz nebenbei behandelt. Investorenrechte vor den Rechten souveräner nationaler Staaten. Und ich finde, da könnte man doch mal ein paar Informationen mehr verlangen. Im Koalitionsvertrag, ja, viel Mautquatsch und 3 Zeilen zum Freihandelsabkommen. Und auch die Pinguine sind dafür. Und sie werden so lange dafür sein, bis sie endlich selber in der Chlorbad endlich Lauge liegen. So. Die EU hat natürlich insbesondere vor der Europawahl im Mai überhaupt kein Interesse, dass in der Öffentlichkeit darüber sehr viel gesprochen wird. Und deswegen verspreche ich Ihnen, dass ich dieses Thema ab sofort in gewohnt liebevoller Weise intensiv begleiten werde. Und Sie können mir gerne helfen dabei. Meine Damen und Herren, der nächste Gast.